mehr, aber eine silberne Kugel hat sie mir vermacht. Ach, ich spiele so gerne mit ihr. Ich darf rein. Ach, ist das schön. Ihr spielt bestimmt auch gern, oder? Ja. Ja. Fußball wird aber hier mit nichts. Meine silberne Kugel, die meine Mutter mir geschenkt hat, ist mir in den Brunnen gefallen. Das habe ich wohl gemerkt. Die ist gerade in meinem Bett gelandet. Kannst du mir nicht helfen, lieber Frosch? Das kann ich tun. Aber was gibst du mir dafür? Ich gebe dir Gold und Edelsteine, so viel du möchtest. Nein. Nein. Ein neues Bett kaufen. Nein. Was willst du denn haben? Ich möchte eine königliche Tafel. Nehmen wir Sitz. Und dein goldenes Tellerchen essen. Und am liebsten Backkuchen. Ja, das hätte ich gerne. Und dann würde ich gerne bei dir im Bett sitzen. Und mit Na gut. Ja, das alles sollst du haben, wenn du mir doch nur meine silberne Kugel wieder aus dem Brunnen holst. Kann ich hinkommen? Dann will ich gucken. Bitte, lieber Frosch. Versprochen? Versprochen. Königliches Ehrenwort? Königliches Ehrenwort. Und nicht schwindeln? Nein, niemals. Gut, dann will ich gucken, ob du Kinder. Königstochter, renn nicht so schnell weg! Ich kann nicht so schnell! Königstochter! Königstochter! Königstochter, was ist das? Wer klopft an unserem Tor? Das weiß ich nicht! Das weißt du nicht? Oh, wer bist du denn? Quark! Quark! Was willst du hier? Quark! Zur Königstochter! Zur Königstochter? Jawohl! Sie hat mir versprochen, dass ich neben ihr an der Tafel sitzen darf. Von ihrem goldenen Tellerchen essen. Backkuchen, so viel ich will. Das hat sie dir versprochen. Stimmt das, Töchterchen? Nein, Herr Frosch lügt. Du sollst nicht lügen. Was man versprochen hat, das muss man auch halten. Genau. Komm rein, lieber Frosch. Nimm Platz an der großen Tafel. Käsekuchen. Da ist auch schon der Käsekuchen. So, liebe Kinder. Und wisst ihr denn, was das für ein Märchen war? Ja. Der Froschkönig?